Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Lina Jan und du bist heute auf meinem Kanal gelandet. Wie ihr schon wahrscheinlich in der Titelbeschreibung gelesen habt, geht es darum, was wir Frauen so an Männern attraktiv finden. Und dazu habe ich meine Mädels eingeladen und es sind wirklich die unterschiedlichsten Typen dabei. Von Italien in die Schweiz, nach Äthiopien, also wirklich rund um den Globus ist wirklich alles an Frauen dabei. Und ich will mal sagen, ich quatsch mal nicht so viel weiter drum rum und wir beginnen mal direkt mit dem Video. Mega wichtig, dass ein Mann Manieren hat, dass er weiß, wie sich zu benehmen und dass ihm das selber auch mega wichtig ist. An das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Frage gesehen habe, was ich an Männern attraktiv finde, muss ich sagen, kam mir gar nicht so Äußerlichkeiten in den Sinn, sondern tatsächlich finde ich es wahnsinnig attraktiv, wenn ein Mann für irgendwas brennt, eine Leidenschaft hat und man sieht, dass er die mit Ehrgeiz und Freude und einfach mit voller Hingabe ausführt. So, also, hallo erstmal. Also was ich an einem Mann besonders attraktiv finde, ist erstens ein guter Sinn für Humor. Generell, dass er mich zum Lachen bringen kann, was nicht sehr schwierig ist, aber die Menge macht's. Jemand, der einfach albern und ulkig sein kann und sich nicht so ernst nimmt. Was finde ich attraktiv bei Männern? Was mir zuerst durch den Kopf schießt, ist auf jeden Fall optisch gesehen ein freundliches Gesicht, dunkle große Augen, ein schönes Lächeln und es mag eventuell komisch klingen, aber ich finde bei Männern Grübchen ziemlich attraktiv. Irgendwie finde ich das niedlich. Hi, ich bin die Sophie und was ich an Männern mag ist, also wenn man die zum ersten Mal sieht, achte ich vor allem auf die Augen. Augenfarbe ist eigentlich egal, Hauptsache die haben schöne, so ein Glitzern irgendwie in den Augen. Was ich so richtig attraktiv finde an einem Mann ist, wenn er sich um sich selbst kümmert. Das heißt, er pflegt sich gut, er hat einen freshen Haircut, riecht gut, also das erstmal zum Äußeren. Dann Humor eines Mannes. Man möchte ja auch eine gute Zeit haben, viel lachen und deshalb ist der Humor total wichtig, dass man auch auf einer selben Wellenlänge ist. Ein Mann, der sich um dich kümmert, ein Mann, der dich aufbaut, ein Mann, der dir den Rücken stärkt und ein Mann, der dich eigentlich eher dazu bewegt, immer weiterzumachen und nie aufzugeben und dich am besten in allem unterstützt, was du tust. Empathie ist mir auch unglaublich wichtig. In jeder Hinsicht, in alle Richtungen. Einfach. Und dass er Tiere mag. Und zwar sehr. Dass er sich vorstellen kann, sehr viel Zeit mit Tieren zu verbringen und dass es ihn glücklich macht. Dass ich einfach nur Tiervideos mit mir angucke. Bitte, bitte. Sei begeistert. Charakterlich mag ich es, wenn ein Mann spontan ist, ein Mann, der familiär ist. Es wirkt für mich sehr attraktiv. Ich mag Männer, die Humor haben und weltoffen. Also das Lachen ist auch ganz, ganz wichtig. Und so vom Körperbau her ist es eigentlich egal, so ob dick oder dünn. So. Hauptsache, der Mann ist gut gekleidet und sieht anständig aus, so halt gepflegt und er riecht gut. Wenn ein Mann gut riecht, dann ist ja, was will man mehr? Auch wenn er sich gut ernährt, das heißt, er isst gut, er stopft nicht nur Fastfood in sich rein, weil man will ja auch noch ein paar Jährchen von dem Typen haben. Was ich auch richtig attraktiv finde an einem Mann, ist Ehrgeiz. Also wenn er ehrgeizig ist, wenn er weiß, was er will, und wenn er das dann auch direkt angeht und nicht nur, ja, ach, das wäre so schön und wenn ich dann mal das erreichen würde. Nee, wenn er es einfach anpackt direkt und ja, ist einfach attraktiv. Und das Letzte ist, dass ein Mann auch Ideen hat für die Beziehung. Also, was ich jetzt meine, ist, dass er auch mal was plant, dass er auch mal überrascht und ja, sich eben Gedanken macht über die Beziehung. Und genauso liebe ich es, wenn Männer einen guten Humor haben. Also im Sinne von leicht sarkastisch, aber nicht beleidigend. Einfach ein Mann, der spontan irgendwelche Witze raushauen kann und einfach mich ständig zum Lachen bringt. Wenn er Videospiele mag und einen relativ guten Geschmack in Videospielen hat. Ja, ich brauche auch jemanden, um den man sich nicht sozusagen die ganze Zeit kümmern muss, sondern der auch mal was für sich machen kann. Wo man sich auch mal Raum irgendwie ein bisschen nehmen kann.
Ein Mann, der ein Ziel vor Augen hat oder einen Traum, auf den er zuarbeitet und nicht zu faul ist, um diesen zu verwirklichen oder den harten Weg zu gehen, sag ich mal. Ich mag auch höfliche Männer sehr. Es ist wichtig für mich, dass ein Mann nicht nur höflich mir gegenüber ist, sondern auch den anderen Menschen gegenüber. Wenn es dann zum Gespräch kommt, dann finde ich es sehr wichtig, dass der Mann charmant ist, liebevoll und ehrlich. Und halt auch lustig. Ich habe die Mails nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nochmal ein bisschen stalken wollt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest. Und bis bald.